So, heute wieder am Bus weitermachen. Also, da haben wir keine Wischer. Die sind lackiert und liegen jetzt da. Die bauen wir jetzt noch ran. Muss halt aufpassen, dass die Position fassen. Und dann gucken wir mal. So, Wischergestänge ist dran. Jetzt mal gucken, ob die funktionieren. Ja. Das funktioniert. Perfekt. Ist auch erledigt. Ach ja, Griffe sind hier mittlerweile auch schon wieder dran. Haben wir repariert. So, jetzt müssen wir einmal den Bremssattel hier reinmachen. Denn da ist die Bremse fest. Komplett. Also die Handbremse, und das lässt sich auch nicht wieder zurücksetzen. Ich habe das schon eingesprüht und die Bremse hat schon geglüht und alles. Deswegen kommt ein neuer Sattel da hinten rein und dann wird das passen. So, der Sattel hat hier hinten zwei Schrauben. Das sind zwei 13er, die kommen ab, dann kann man ihn abnehmen. Jetzt muss noch die Bremsleitung da unten weg. Und dann noch der Bautenzug ausgehangen werden. So, jetzt haben wir hier Bremse reingemacht. Der Hahn ist hier, den haben wir gleich ein bisschen eingefettet. Das hier funktioniert auch wieder, also klemmt nicht mehr. Entlüftet ist das Ganze jetzt auch. Jetzt kann der Reifen halt wieder dran und dann kann man endlich wieder die Handbremse betätigen. Jetzt kommen noch diese Dinger darauf. Haben wir jetzt noch vom Lack befreit. Diese, was ist das eigentlich? Das Windschäler. Wofür sind die eigentlich da? Ich glaube dafür, dass man dann fahren kann und kannst Fenster auch mal ohne dass es reinregnet, ne? Ja, und das, dann hast du nicht diesen, kennst du, wenn die Fenster irgendwann auf, dieses Ja, das ist damit auch weg? Ja. Das ist geil. Ja, das machen wir jetzt noch dran. War überall noch ein bisschen Lack und so. Habe ich weggemacht mit meinem guten Werkzeug hier. Ja. Reifen ist auch wieder drauf. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch schon das Seitenteil auch wieder drauf gemacht letztes Mal. Hatte ich jetzt nicht mitgefilmt. Ja, die Türgriffe alle rein. Das habe ich hier repariert, weil das Schloss von innen hier drin kaputt war. Habe ich eine neue, das ist ein M5 Gewinde, habe ich auf M6 aufgebohrt, neues M6 reingeschnitten, neue Schraube rein. Dann hält das Schloss hier drin jetzt auch richtig fest. Das funktioniert auch alles. Typ-Hop ist auch drauf, das wird halt auch nochmal irgendwann schwarz gemacht. Ja. So. Na, kriegst du es hin? Habe ich auch gemacht. Natürlich hier Sicherheitsschuhe. Ja. Beste, was man haben kann. Asiletten. Asiletten, ja. Soll ich den Hammer geben? Das reinschlagen. Genau. Also muss man nicht einfach nur ein bisschen biegen hier? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ja, ich glaube, man muss ein bisschen biegen, aber ohne dass es bricht halt, ne? Ja, ja, genau. Anders wird es da nichts. Wird einfach hier reingeschoben, oder? Ja, einfach da reingeschoben. Boah. Ja, gut, ist eigentlich recht flauschig. Recht flauschig, sag. Das ist so flauschig, ich werde wahnsinnig! Bist doch wieder. Ich muss meine Lücke hier ein bisschen rausräumen. Die Dichtung. Ja. Ja. Vorsichtig raus da vorne. Zack. So, bist doch wieder. So. Oh. Jetzt mal andere Seite hier. So, 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 jetzt bauen wir gerade noch den Gepäckträger, Fahrradgepäckträger dran. Ja. Da, das war ein Puzzle, das ist schlimmer wie beim Ikea, aber es funktioniert. Der Kram ist ja noch festgeschraubt werden, alles.
und dann kommt er da wieder dran. Ah, jetzt hätte ich Mühe hier gegen Kunden. Fest kommt ab, Junge. Andere Seite hier. Wahrscheinlich die großen, die verorten werden, ne? Ja, 4 Stück, müsste passen. Jetzt kommt da noch Strom rein. Ich glaube, die kommen. Die werden nachher hier. Genau, die verdecken die Strom. Mhm. Ja. Eine Seite muss weg. Hier kommt das, stimmt. Das ist auch rostig, das denkt man, wird hier außen gewesen sein. So. Und die Kappen kommen wo drauf? Von hier, ach stimmt, von hier. Stimmt, ja. Die werden ja hier abgedeckt. Und von hier kommt diese Kappe darauf. Ist das so ein Zehner? Ja. Ja. Muss glaube ich der hier. Ja. Hier so einen vernünftigen Hannes mit. So, das Ding hier ist auch wieder zusammengebaut. Nur noch 1-2 kleine Teile und dann ist er hier auch komplett. Effekt Trigger. Jo, ich habe vergessen noch eine Abmoderation zu machen, mache ich jetzt. Reingehauen.